Was immer auch passiert, du hast immer einen riesengroßen Platz in meinem Herzen. Hallo liebe GZSZ-Schauer, wir sind mal wieder bei einem kleinen Interview und der Grund dafür ist mein Abschied. Ich glaube, die Geschichte, die mir am meisten bedeutet hat oder die am ehesten noch in meinem Kopf geblieben ist, ist vor allem die Anfangsgeschichte. Also wie Louis in den Kiez gekommen ist, wie er Moritz kennengelernt hat und wie das Ganze langsam zu dem wurde, was es dann wurde. Und auch mit Miro zusammen, war es einfach eine super Kombi und es hat super viel Spaß gemacht, eben genau diese kleinen Etappen zu spielen. Und das ist halt das Schöne an GZSZ, finde ich, dass wir nicht einen Film haben von 90 Minuten, wo wir dann wissen, okay, am Ende sitzen sie zusammen, sondern wir spielen ganz viele verschiedene kleine Sachen durch, um dann zu dem zu werden. Und ich glaube, deswegen hat es auch funktioniert, dass Moritz und Louis so schön zusammen waren, weil man halt so viele Steps gesehen hat in dieser Entwicklung. Und ich glaube, das war mit das Schönste an der ganzen Zeit. Ich habe Scheiße gebaut. Bist du verliebt? Es war ein Kuss. Wir waren betrunken und ich habe ihn sofort abgebrochen und bin nach Hause. Wir kennen die Story. Louis ist aus Bratislava zurückgekommen. Da hat sich was getan, was verändert. Er hat Adam kennengelernt in seiner Zeit. Hatte mit ihm eine super schöne Zeit. Sie haben sich gut kennengelernt und dann ist ein Kuss passiert. Und Louis kommt zurück in den Kiez und es hat sich einfach was verändert. Ich werde dich nicht verlieren. Ich dich auch nicht. Wo ist dein Kollege? Das ist Adam. Adam, Luis. Hi, freut mich, dich kennenzulernen. Also, ich fasse es jetzt ein bisschen zusammen, aber Moritz und Luis merken halt, dass da plötzlich Adam zwischen ihnen steht. Du weißt, dass ich nur mit dir zusammen sein will, oder? Bist du dir sicher? Was in Bratislava passiert, bleibt in Bratislava. Und Louis merkt, dass die Gefühle für Adam stark sind und nicht einfach so weggehen. Ich denke die ganze Zeit an dich. Spätestens als er nach Moritz' Vorschlag mit Adam im Bett war, merkt er, ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt. Es war nicht nur Sex, oder? Du hast dich verknallt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es besser, wenn wir erstmal eine Pause machen. Dann entscheidet er, zuerst eine Beziehungspause einzugehen und schlussendlich dann zu sagen, Moritz, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt Schluss machen. Adam oder ich muss mich entscheiden. Vor Bratislava war ich zu 100% bei dir. Aber das bin ich jetzt nicht mehr. Hast du gerade Schluss? Schlussendlich entscheidet sich Louis, Adam hinterherzugehen und zu schauen, was die Zukunft mit Adam bringt. Moritz, hör auf, ich will das nicht. Du weißt, dass wir zusammengehören. Lass das. Ich habe Nein gesagt. Gerade der Ausstieg, gerade die letzten Szenen sind echt schön, weil es, glaube ich, nochmal ein schöner Abschluss für die beiden ist, weil Moritz und Louis 3 Jahre zusammen verbracht haben. Mit Auf und Abs, mit Schlägen ins Gesicht und Liebe zueinander und Betrug und allem drum und dran. Und dann haben sie eine sehr schöne Szene noch an der Bushaltestelle, wo sie einfach nochmal dankbar sind für die Zeit, die sie hatten und schauen, dass es irgendwann vielleicht sie sich wiedersehen. Was immer auch passiert, du hast immer einen riesengroßen Platz in meinem Herzen. Das weißt du, oder? Ja, ihr Lieben, das war mein Abschiedsinterview. Nochmal danke einfach für die ganze Zeit und ich gehe auf jeden Fall mit einem großen Grinsen hier raus und erinnere mich an super viele schöne Szenen. Genau, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ja, ich hoffe, ihr bleibt treue Fans. Bis dahin. Hey, geiles Video, oder? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, drückt einfach hier rauf. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, drückt hier rauf.
Es wäre natürlich cool, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert. Deswegen abonnieren. Na los, abonnieren. Abonniert den Channel, okay?